Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms und wir sind auf keiner neuen Karte, aber was ich gelesen habe, ist, dass The Nukes verändert wurde, besser gemacht wurde, weiß ich nicht, aber wir sollen mal gucken und hier ist ein Durchgang, hallo, hier ist ein Durchgang und der andere Durchgang, ist der noch da, ist der noch da, ist der noch da, der ist noch da, okay, und diese Karte soll verbessert werden sein, verbessert worden sein, verändert worden sein, das haben wir ja gerade hier schon gesehen. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich jetzt, also es trifft schon zu, ne, aber ich weiß nicht, wie hart diese Veränderungen sein werden, tun. nein, ich geh weg. Nein, du kriegst mich nicht. Oh, guck mal hier, Alter, das sieht gar nicht so schlecht aus mit der Sonne hier so. Soll das, die Sonne soll hier reinstrahlen, ne, jo, ja, genau. Gucken wir mal ein bisschen weiter, ich kenne die Map natürlich selber noch nicht. Hier oben ist jetzt auf, da war vorher zu. Jetzt sind wir hier hinten. Aha, ein paar Sachen haben sich verändert, das auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das sich der jetzt spielerisch auswirkt, weil wenn hier links noch auf ist, dann könnt ihr jetzt noch besser von hinten kommen, wenn man C einnehmen will. Die andere Seite haben wir jetzt noch nicht gesehen gehabt, wie das hier rechts aussieht mit dem Fallschirm. Wie der Punkt verteilt ist, weiß ich auch nicht. Ah, ne, hier ist der Eingang. Der Eingang ist nach vorne versetzt worden und ist jetzt irgendwie komplett anders. Und der Punkt ist immer noch gleich klein zum Einnehmen, oder? Kann man jetzt hier... Nee, der Punkt ist immer noch gleich klein. Eieiei. Und die Aufgabe übrigens, das wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder passieren, also ich werde wahrscheinlich gleich sterben, generell so, zwar auch, aber auch durch Granaten, denn die Aufgabe in der Woche ist, die Granaten auf Nukes fliegen zu lassen, wie nichts Gutes. Kamelle am Karneval. Ist ja Karneval, ne? 11.11. ist vorbei. So, ich weiß nicht, ich versuche jetzt einfach mal den Punkt einzunehmen. Ich habe keinen Plan. Wenn ich jetzt hier liege, dann kann ich auch da liegen, stehen. Ich kann auch sterben. Ich kann auch sterben und ich habe gelesen, ja, aber das hat gerade erst angefangen. Ja, hallo. Ja, ist was frei, aber das Match hat gerade erst angefangen. Und bin auch gerade. Ach, kann doch schreiben, Junge. Ich gerade, aufnehmen. So. Damit er weiß, falls ich nicht sofort antworte, dass ich... Ja. Ah, hier ist zu. Boah, das ist eine Lounge, oder? Ist das eine Raucherecke nur, oder ist das eine richtige Chill-Lounge? Wo man einfach nicht reinkommt. Mann, ich will nicht die Chill-Lounge. Jetzt kommen wir... Ach, die können jetzt auch von da kommen. Jetzt ist der Eingang von hinten viel, viel, viel näher als, als noch zuvor. Ich weiß, ich sammle gerade hier ein bisschen viel und schaue mich auch gerade ein bisschen mehr um, aber wir können ja auch mal gucken. Ich nehme mal an, die Karte wird jetzt eh hier die wird noch öfters jetzt heute, wahrscheinlich, wenn ich jetzt aufnehme, auch ihren Einstand haben. Hinten. Fuck you. Nein. Es sind schon alle tot. Ich wollte gerade behind schreiben, deshalb. Hatte ich so gedacht. Schreib's immer behind, aber das bringt ja nichts, wenn alle schon gestorben sind. Aber wir nehmen trotzdem ein. Jetzt können die von da... Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass hier kein Eingang mehr ist. Und dass der jetzt hier ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Blitzaktivierung! Blitz aktiviert! Töten, schießen, schießen! Nein, Hitze! Fuck doch mein... Contenance, bitte... Danke. Sonst hat sich, glaube ich, also, was hat sich denn noch verändert? Ich habe doch, ich vergesse es bestimmt wieder, die Patch-Notizen zu verlinken. Ich glaube, ich habe das in der einen Folge schon gesagt und habe es vergessen. Ich glaube, in der davor auch. Ich muss mir das echt aufschreiben. Ich merke mir das anscheinend nicht. Im Grunde hätte ich das dann verlinkt. Da steht jede Menge drin, was sich da alles verändert hat. Schmeiß mich tot. Nahkampf-Kills. Nahkampf gibt jetzt viel mehr. Mann, ich hätte die noch Nahkämpfen machen sollen irgendwie. Den jetzt mal einer? Was? Was? Okay. Okay, ganz ruhig. Nee. gut, dass er das schreibt. Nein! Contenance. Zwei Slots frei? Sind zwei Slots frei? Ja, auch. warte mal. Infinite Pack. Richtig. Habe ich nicht verstanden, habe ich auch erst zufällig eben gesehen gehabt, das steht da irgendwie drin, Infinite Pack, und dann steht da, das ist aber nicht verfügbar, und zwar
gibt es das anscheinend nur in Russland und Brasilien. Warum es nur in Russland und Brasilien gibt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Infinite Pack ist. Anscheinend gibt es da, wenn man ein Level aufsteigt, auch noch eine Silberkiste oder sowas in der Art. Ganz was Tolles. Ich glaube, keine Ahnung. Und, jetzt bin ich tot. Mist. Nee, ich auch nicht verstanden. Ja, zwei Plätze frei. Ja, zwei Plätze frei. So. Keine Ahnung, was das soll. Ob wir das noch bekommen werden, deshalb stand das wahrscheinlich auch nicht in den Patch-Notizen, weil das für uns irrelevant ist. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt das noch, vielleicht nicht. Vielleicht werden wir immer benachteiligt werden. Unser ganzes Leben lang werden wir benachteiligt. Oder, Verrecke. Bitte verrecke bloß jetzt. Bitte verrecke jetzt. Bitte verrecke jetzt. Er ist verreckt. So. Und, Dings hier, na, wie heißt es denn? Da müssen wir mal gucken, weiß ich jetzt auch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Nahkampf gibt mehr Schaden. Wenn man jetzt zuhaut, soll das anscheinend um die 20 oder 25% mehr Schaden machen. Generell glaube ich auch. Und der Typ, den man haut, der sollte nicht mehr so weit zurückgeschleudert werden, sodass man praktisch nochmal Glitch-Gummi sich einfach mal zwei gegen die Birne knallen kann. Und der dann umfällt, wie alle Gegner von Rocky. So ungefähr. Ne? Ist das, glaube ich. Und, ne? Niemals! Ich! Ja, Mist, möchte ich sagen. Und das mit dem... weißt du, jetzt haben sie die Karte schon anders gemacht, ne? Aber, was immer noch doof ist, ist der C-Punkt. Ich finde die Karte eigentlich gut. Ich finde den C-Punkt generell ist der nicht schlecht. Aber der ist halt so, ne? Weißt du, ah, du musst da immer liegen. Ja, anders kriegst du den nicht. Außer du bist halt hinter den Dingern da. Oh Mann, ich bin heute aber auch wieder schlecht. Das glaubst du gar nicht. Ich bin aber auch als einmal zählen. Was ja auch nicht unwichtig ist. Und, denke ich. Ich weiß nicht, aber ich denke. Und, deshalb hätten sie vielleicht, wenn man da noch um die Ecke hätte sitzen können und da eingenommen hätte, hätten können, ne? Also links und rechts von der Brücke so ein kleines Stückchen. Praktisch, dass man sich hier hinsetzen kann und kann einnehmen. Das hätte ich noch ganz gut gefunden. Damit man das ein bisschen kriegt. Hier, du musst hier liegen. Und das heißt dann natürlich auch, dass die Granaten geworfen werden, die, ne, die wissen halt, du liegst da, wird eingenommen, wissen die, auf der anderen Seite muss einer liegen. Entweder da, wo sie gerade die Granate hinwerfen, oder auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite kann einer im Fenster sein. Das bedeutet im Grunde, wenn du links, wenn du sicher sein willst, dass du einnimmst, wenn du liegst, musst du eigentlich links bleiben. Jeweils, weil ja, ich habe ihn noch gesehen. Weil du ja aus dem Fenster gekillt werden könntest vom Gegenüber. Wenn die das wissen und die und der am Fenster sagt, da drüben liegt keiner, weil ich kann keinen schießen, dann wissen die, wenn die, selbst wenn sie keinen Scanner haben, dass die anderen Typen da in der Ecke liegen müssen und dann braucht nur einer eine Granate werfen und die sagen, hallo Julia, für immer. Ne, deshalb, wenn du hier dann rechts dann irgendwie wärst, wäre schon mal irgendwie besser. Und wir müssen den Punkt, ne? Müssen wir mal, sonst hat den jetzt keiner eingenommen und ich will nicht, dass die den einnehmen. Das wäre jetzt doof. Ich kann jetzt aber nicht mit dem Blitz vorlaufen. Ich könnte es versuchen, aber ich werde sterben. Das sind nämlich drei Leute und einer wird mich von der Seite anschießen, weil die liegen nämlich auf dem Boden. Müssen sie, ja? Sie sind ja da drüben. Okay, eine Verlängerung gibt es auf jeden Fall. Frage. Frage, warum kommt der mit der jetzt hier rüber? Ist der blöd? Oder was? Der Halunke! Schnell hinlaufen. Jawohl, und der Nahkampf, hast gesehen, der Nahkampf, der hat richtig Damage gemacht. Ich habe nicht gesehen, wie viel, aber ich glaube, viel. Man kann es hier gucken, 116, mein Freund. Jo, Schaden zugefügt. Er hat mir selber Schaden zugefügt und der Victor L. auch. Der ist in unserem Team anscheinend, der Victor. Durch die Bubble, ganz einfach durch die Bubble, die sind abgeprallt, dass das immer noch abprallen kann, das... Das ist auch nicht schön. Lass mal hinschmeißen.
Was ist denn das? Was ist denn das? Warum? Warum? Hä, warum bin ich weggerutscht? Ah, der hat mich gar nicht gekillt, oder? Doch, war der das? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin heute auch so raus. Ich war irgendwie. Es kam, muss ich sagen. Am Sonntag kam keine Folge, ne? Weil es nicht ging. Ja, ich hab. Lass mal ganz kurz die Zeit nutzen. Wir spawnen nicht. Wir müssen nicht mehr über diesen Scheiß. Wir müssen nicht mehr über diesen Scheiß hier springen. Danke. wir spawnen jetzt hier. Gut, das ist natürlich über auf offenem Feld. Wenn die... Also... Ja. Nee. Weil es mir nicht so gut ging. Ich war irgendwie krank gewesen. Aber jetzt geht das wieder besser. Und ich hatte an dem Tag dann natürlich nur 2 Folgen an dem Mittwoch aufgenommen, wo es mir noch gut ging. Und dann ging es schlechter. Und dann hatte ich dann aber keine Folge mehr. Und das war dann ein bisschen blöd für den Sonntag. Aber... jetzt kommt ja was Neues und deshalb, ich bin jetzt irgendwie im Moment auch so raus. Ich habe auch eine Ecke nicht gespielt gehabt und wir müssen mal gucken hier. Ja, der Raum ist halt dunkel geworden. Der ist dunkel geworden. Komm, wir helfen da jetzt nochmal. Am Ende? Vielleicht schaffen wir es ja mal. Jo, wir sind bei 80. So, und jetzt kriegen wir den Punkt, oder Freunde? Jetzt kriegen wir den, ne? Wir nehmen den wieder komplett zurück. Wir nehmen den wieder komplett zurück. Jo, freut uns. Oh, auf den Punkt bleiben. Auf den Punkt bleiben. Oh, oh. Was, warum 4-1? Warum 4-1? Warum 4-1? Warum 4-1? Ja, kommt wieder zurück, Leute. Genauso ist es. Super. 2-5. Ja, jetzt ist mein Blitz weg. Kannst du nichts machen? Der Hund drauf geschissen. Wir nehmen das trotzdem an. 2-6. Wir haben's. Wir haben's. Und er macht noch einen Rauch, damit wir nichts sehen. Damit die nichts sehen. Nein, jetzt hat der Blackout gemacht. Der Sack. Mist. Und ich wollte dem durch den Rauch in die Bubble rein, weißt? Und weil der mich geblitzt, Dings hat... Hat's nicht geklappt. Hat es leider nicht geklappt. Und wir müssen aber auf jeden Fall den Punkt halten. Das ist klar. Und mal gucken. Genau. Okay, gucken wir mal. 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 So. Jetzt müssen wir nochmal rüber. Ich würde gerne mal rüber. Komm, wir machen einfach mal rüber. Wir klettern einfach über die Mauer. Nein! Nein! Das ist... Ja. Nee, das kann ich nie sagen. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Feldunterstützung, das ist auch... Das gab es ja mal in diesem Playtest, den wir auch gemacht hatten. Ob das nochmal irgendwann kommen wird, das mit diesem Infinite-Paket, ich kann es echt gerade nicht sagen, was es ist. Also, das hat mich selber überrascht. Da es nicht in den Patch-Notizen halt stand, denke ich mal, ist das für uns im Moment tatsächlich einfach scheißegal, da es für uns nicht gilt. Ja. Da hinten scheint... Lol. müssen wir einfach mal gucken. Ja, weg. So. Snipeline. Feuerstoßmodus ist drin. Jawohl. Feuerstoßmodus war aktiviert und er hat auch alle Abwehrkräfte von ihm deaktiviert. Wuhu. Aber wir müssen wieder umstellen. Lieber auf Auto. Was? Das war unserer. Ach nee, kommt Jungs. War es meine schöne Ecke, wo man immer sich gut verstecken konnte? Die ist weg. Ihr habt meine Ecke weggemacht. Das ist ein Witz, oder? Wo ist meine... Ich komm nicht mehr in die Ecke. Die Ecke ist weg. Die Ecke ist kaputt gegangen. Man hat mir meine Ecke genommen. Man hat mir meine Ecke genommen. Verstehst du das? Meine Ecke ist weg, Junge. Davon musste er jetzt leiden. Die Ecke ist weg, Junge. Die Ecke. Die Ecke. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich sag ruhig. Nee, wollen wir jetzt mal. Jetzt mal. Spaß beiseite. Ernst? Komm her. So. Gucken wir mal. Oh, warte, warte. Wie unanständig von ihm.
Jawohl, ich nehme ein. Uhu, will mir jemand helfen? Hallo? Nein? Oh. Oh, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Rauch? Okay, ich gucke mal, ne? Da oben war ja einer, haben wir ja gesehen irgendwie, aber das... Nein! Von hinten. Ah, ja, er ist down, er ist down. Der Minion 97 ist weg. Super. Und mein Platz wurde sofort eingenommen. Der ist noch warm. Das führe ich nicht weiter aus. Und das... Ja. Wird jetzt einfach, ne? Der wird einfach eingenommen. Bist du weg vom Fenster, ja? Wird sofort der Platz eingenommen. Das finde ich super. So muss das laufen. Und so wird der Punkt eingenommen. Toll. Ganz toll, und dann kriegen wir vielleicht sogar noch A. Und wer hätte das am Anfang gedacht? So wie wir gespielt haben, hätte das niemand gedacht. Niemand hätte das für möglich gehalten. Und vor allen Dingen, so wie ich spiele heute, ist das auch wieder... Das ist schlimm. Eigentlich im Grunde nichts Schönes, ne? Ne, für den war es auf jeden Fall nichts Schönes, meine Bekanntschaft zu machen. So, warte mal, da oben soll einer sein und hinter dem Ding soll einer sein. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie inweit sich die Karte verändert haben tun. Ich weiß, ich sitze gefährlich. Weil man mich jederzeit von da eigentlich töten kann. Na, ah, und er ist nach rechts gegangen. Ach, doch, nee, da war derselbe. Haha, aber er wurde geblitzt, Dings. Yay. Und damit ist er... Nee, er wurde nicht geblitzt, Dings. Nö, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und, Steam-Name? Nö, den sage ich auch nicht. Ich werde meinen Steam-Namen nicht veröffentlichen. Ich, aus ganz einfachen Gründen, damit, erstens, ich habe das eben auch unten gesehen in der Ecke, ich muss das wieder ausschalten, ausradieren. Da stand nämlich von einem Freund, dass irgendjemand was spielt und, ist nämlich, damit einfach dann während der Aufnahme zum Beispiel nichts kommt oder wenn ich mal irgendwie was privat spiele, was ich nicht aufnehme, irgendwelche Anfragen kommen, von wegen, ob ich nicht Ghost Recon spielen will oder irgendwie sowas, weißt halt, dass das nicht so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen noch Privatsphäre habe. Ich denke, das ist auch verständlich, oder? Denke ich mal. Dass da einfach dann, deshalb, ich könnte ihn sagen, könnte man mir Freundschaftsanfragen schicken, die ich nicht annehmen würde. Deshalb sage ich ihn lieber erst gar nicht, dann kann man mir auch nichts schicken. Ist ja nur, ich meine das ja nicht böse oder so, es ist halt nur damit, ah ne, das ist oben. Das ist... Oh, war der schnell. Ich denke, das versteht man, oder? Ich denke schon, dass man das weiß, dass man das irgendwie, dass es nicht komplett unverständlich ist. Damit einfach, damit dann auch niemand irgendwie beleidigt ist, weil ich dann sage, nö, ich will das jetzt nicht spielen oder so, weißt? Oder warum machst du von dem Spiel nicht ein Let's Play? Du hast doch das in der Steam-Liste, weißt du, sowas. Ah, wer macht denn hier Terror? Er! Nein, bei mir leckte es, glaube ich, oder? War das mein Internet? Ich denke, ich glaube, shit, kann schon sein, dass das mein Internet war. Aber danach braucht nach dem Steam-Namen braucht gar keiner suchen, den gibt es tatsächlich nicht. Das war nur ein Witz von ihm. Sag mal, der Say Hello hat da, also, ne, sag mal, der hat da oben was markiert, aber das verschwindet schon. Ah, okay. Ich war mir nämlich jetzt nicht sicher, ob da wer ist oder nicht. Nein! Ah, fuck you! Nein! Oh! Ducken wir jetzt keine, das ist eine schlechte Devise. Feuerstoßmodus habe ich noch drin, ich mache trotzdem mal Auto rein. Ich versuche jetzt mal dahin zu kommen, wenn nicht, dann gehen wir einfach mit dem Blitz jetzt durch. Kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Jawohl, und ich habe ihn getötet, weil er so wenig Leben hatte. Ist egal, auch wenn ich getötet wurde und er eigentlich nur noch 7 Leben hatte und er noch den anderen getötet hat, nur mit 7 Leben. Es ist mir egal, weil ich den getötet habe mit Blitz. Das war Glück. Und der Viktor.
Hat ihn umgehauen. Das ist der nämlich mit den 7 Leben gewesen. Der hat ihn auch einfach mit dem Blitz einfach umgehauen. Jetzt sollten Sie sich vielleicht nur einmal irgendwie, vielleicht mal etwas überlegen, dass man erkennt, ob jemand wirklich mit dem Blitz umgehauen wurde oder jetzt, wenn der Nahkampf viel mehr Schaden macht, ob der wirklich gehauen wurde. Weil ich finde, das sollte man doch... Also, es ist jetzt nicht wichtig, aber ich finde, da, so ein Zeichen kann man ja mal setzen. Ich weiß, man kann ja mal, also das, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, so schwer ist das vielleicht dann nicht. Obwohl, das wird wahrscheinlich einfach nur als Nahkampfschaden gewertet, ne, mit dem Blitz. Der natürlich jetzt viel weniger Schaden macht mit dem 25, als wenn ich jetzt einfach einen haue, weißt? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da oben frei ist. Ich muss schon wieder zensieren. Ich es doof war und es nicht ausgestellt habe. Ich mache mich nämlich dann immer bei Steam offline. Ah, Mist, ich habe ihn noch gesehen da unten. Aber während der Aufnahme kann ich das jetzt nicht machen. Der soll aufhören, als was anderes zu spielen, Junge! Spiel jetzt eine Sache und dabei bleibt's jetzt. Mann! Lange noch. Ich habe ja gesagt, leider lange. Leider lange. Leider noch. Immer noch Runde 1, leider. Tut mir leid. Das aber, da kann man ja 20 Minuten für Runde 1 ist lang. Weiß ich. Aber wir haben natürlich auch viel wieder zurückgeholt, muss man sagen. Wir hatten C erst komplett gar nicht erst eingenommen. Das hat ja schon gedauert gehabt, haben wir ja gesehen. Und dann haben wir C verloren, dann haben wir C wieder eingenommen, haben wir B gekriegt, dann haben wir B wieder verloren, weiß ich gar nicht. Aber dann hätten wir es fast verloren und dann mussten wir das jetzt wieder. Oh. 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 Das tat weh. Und das ist... Oh, Mann. Weißt du, das ist immer so blöd, wenn du dann sagst, ja, es ist noch was frei und dann warten sie. Und ich finde es immer so traurig, dass sie dann immer warten. Also ich finde es nicht traurig, ich finde es eigentlich... genau. Ja. Oh. Weißt du, da hätten noch eine Runde spielen können, aber dann sind sie vielleicht noch im Match und wir hätten da eben eine Kiste bekommen. Und weißt du, was ich sagen will? Und dann hätten... Das stimmt nicht, der Steam-Name. Das ist komplett falsch. Achso, hä? Achso. Ich dachte schon. Sie sieht irgendwie auch anders aus. Das ist einfach die Farbe, oder? Ist das die Farbe? Wir gehen rüber. Nein, da ist noch einer! Fuck you! Warum habe ich den dritten nicht bekommen? Dann hätte ich drei ausschalten können. Drei, Leute. Drei. Verstehst du? Drei. Scheiße. Mann, das hat irgendwie nicht mehr dafür gereicht. Mann, ey. Das ist ja jetzt schade. Das hätte uns richtig nach oben katapultiert. Das ist ja jetzt doof. Oh, warum stirbt denn da links einer? Sollten wir vielleicht da mal ganz kurz vorbeigucken und Hallo sagen. Ja. Achso, von uns. Nein, das ist noch einer. Ja gut, das machen die aber schon, oder? Denke ich mal. Wir müssen jetzt mal hier gucken, dass der nicht weiter einnimmt. Und, warte mal, da drüben war einer... Okay, ich schreibe gleich zurück. Jetzt weiß ich nicht, jetzt hat ja der andere gesagt, ob noch zwei Sachen frei wären im Trupp. Jetzt, oh, da weißt du, da bist du jetzt wieder verwirrt. Also ich, komplett. Ich glaube, dann ist voll. Wenn ich jetzt aber, wenn er dann aber nur einen hat, dann, und er, ich sage ihm jetzt nein, wäre das ja blöd, ne? Aber wenn ich jetzt ja sage und er hat dem anderen jetzt schon versprochen, die warten schon seit über 20 Minuten darauf, dass sie in den Trupp kommen und dann sage ich, ja, Pustekuchen. Ja, auch blöd. Ich glaube, dann muss ich ihm leider schreiben, dass er erstmal voll ist. Wenn nicht, ist er ja vielleicht dann nachher noch da und ich kann ihn dann noch einladen. Weil ich spiele ja dann heute wohl noch eine Runde, ne? Wir müssen unbedingt mal was machen. Ich habe keine Granaten übrigens. Ich kann eigentlich die Granatenkills gar nicht machen. Die schon. Tja, wir müssen... Da unten liegt einer tatsächlich. Ich komme auch nicht rüber, weil ich jetzt keinen Blitz habe.
Und weil ich keine Granate habe, ich könnte Rauch werfen. Ja, oh, wir könnten... Ah ja, wollen wir warten auf Blitz? Oder geht da jetzt jemand drüber mit... Ich höre was. Oh, der schießt von unten. Nach unten, meine ich. Jawohl, super. Der hat ein paar mit Granaten gekillt. So lobe ich mir das. Und er ist sehr todesmutig. Okay, der passt hinten auf. Wir versuchen's mit Blitz. Warum? Warum ging das nicht? Leck mich doch am Arsch. Nein, jetzt ist mein Blitz weg. Ach komm, bitte. Was soll denn das? Was soll denn das? Ich hab nichts doppelt gedrückt. Ich bin nicht zu doof, um eine F-Taste zu drücken. Das ist schon... Der Bug ist immer noch drin mit dem Blitz. Ich habe da schon ein paar Mal jetzt gehabt, dass ich, wenn ich den Blitz aktivieren will, dass er ihn anmacht, aufsteht, sagt, hallo, hier bin ich, und sich dann wieder, wieder einklappt, wie so ein Igel in Gefahr und sagt, Edgy Badge. Wenigstens ist das noch da gewesen, aber dadurch, dass der jetzt das Blackout gemacht hat, ist das natürlich komplett weg gewesen. Jetzt muss ich das jetzt wieder auffrischen lassen und jetzt kann ich nicht rüber. Und ich hätte drei Leute killen können, oder? Ich hätte jetzt sagen können, hey, wenn der mit der Bubble... Pff, Mensch. Gar nicht, dann Bescheid geben, wenn was frei ist. Weil ich ja jetzt nicht sicher bin, weißt? Da oben ist jetzt auch offen, ist auch lustig. Wenn man... Mann, ich bin noch sauer über mein Schild. Bin ich jetzt ein bisschen echt. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört, aber ich... Bin sauer. Victor, ich bin sauer, Victor. Nein! Hatschi! Kann denn mal jemand von den vier Leuten, die sich rund ums Ziel verteilt haben, vielleicht nicht mal irgendeiner drauflegen, damit die nicht das einnehmen? Einfach nur aus Spaß und Jux und Tollerei. Vielleicht das mal kurz aufhalten. Super! Diesmal hat's geklappt. Ja, hier du rüber. Okay, bleib da liegen. So, kriegen wir das doch mal gebacken, oder? Wir haben doch vorhin, waren wir doch gut. Ne, Victor? Wir waren... Also du warst, glaube ich, gut. Ja, ich weiß nicht, wir müssen jetzt irgendwie mal liegen bleiben, sonst nehmen die tatsächlich ein. Und im Moment, wir könnten, will ich das jetzt, glaube ich, nochmal gleich mit dem Blitz probieren. Ich meine, viel, viel schlimmer. Kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden, außer mein Tod. Nein, nein, hi erstmal. Oh, Alter, ich und Smileys. Nein, leider. Leider kein Platz. Alter, ich... Wenn der Knatter schon so lange wartet und der andere, wer auch immer das sein sollte, auch, dann, ich hoffe, er hat auch noch einen zweiten dabei und ich sag jetzt hier nicht irgendwie einen falschen Leuten. Nein. Hitze. Ist ja ganz schön warm hier. Dabei ist Winter. Also noch nicht Winter, aber Herbst. 1:4. Ich werde noch in der Pfanne verrückt. Und dabei bin ich gar kein Hund. Mir ist scheißegal. Ich habe den einen einfach weggesmashed und da liegt er jetzt. Und dann muss er jetzt gucken und es sind 1:6 und einer geht mit Cloak rüber, der andere geht mit Bubble rüber. Oh, okay, dann später vielleicht. Okay. Ach. Ah. Oh. Oh, guck mal, neue Beleuchtung. Man, der steht leicht gefährlich. Wir waren hier, also wir waren hier hinten waren wir noch nicht, ne, glaube ich, so direkt. Haben wir, glaube ich, gar nicht gucken können, wie es bei A aussieht. Machen wir jetzt aber auch nicht, weil wir müssen echt uns um C kümmern. Wir haben nur noch 5 Minuten und das Match ist sehr lang geworden. Das geht sehr, sehr lang, das Match. Das werden wir auch, glaube ich, gar nicht zu Ende schaffen. Wir werden bestimmt einen Sudden Death erreichen, wenn, ich weiß nicht, die 5 Minuten müssten, die gehen vorher zu Ende. Bei 35 Minuten kommt ja dann das Sudden Death. Vielleicht kriegen wir aber C nochmal zurück oder die kriegen halt... Was gibt's da?
das denn? Gibt's das denn? Gibt's das denn? Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Kann mir... Mann, das ist echt, echt nicht... Not my day, anscheinend. Aber wir laufen jetzt hier nicht alleine, sondern zusammen, damit wir auch zusammen sterben können. So, einfach mal alle auf ihn drauf. Ach, wird schon irgendwer, wird schon treffen. So, wenigstens, gut, meine Ecke ist zwar weg. Aber wir wissen auch, dahinter kann keiner mehr sein. Ich bin aber auch heute selten dämlich. Liegt das an... Das kann gar nicht sein. Ist das, liegt das an mir? An dem Spiel? An der Maus? Das liegt bestimmt nicht an mir. So spiele ich ja sonst nicht, so doof. Doch, das liegt bestimmt an mir. Ich bin noch gar nicht richtig gesund. Ja. Scheiße. Scheiße. Das erste war kein echtes Husten. Das war nun dann gemacht und dadurch habe ich echt gehustet. Entschuldigung. Oh Mann. Oh. Ich habe leise gehustet. Ich habe es unterdrückt. So sehr unterdrückt, dass ich fast geplatzt wäre. Das ist so... Ach, hört doch auf mit der Hitze! Will noch irgendjemand... sterben? Wer schießt denn da? Na! Shit. Ah, Mann, der hat dieselbe Waffe. Der hat ja dieselbe Waffe wie ich, aber er ist nicht ich. Er ist jemand anders gewesen. Sag bloß. 2 Minuten noch. 2 Minuten noch. 2 Minuten noch, um irgendwie irgendwas zu reißen, was nicht irgendwie ansatzweise peinlich wäre. Kriege ich nicht hin. Kriege ich heute nicht hin. Das ist ja heute schlimm mit mir. Nur am Sappeln, als nur am Sappeln und nichts geschissen heute. So, hier oben ist noch frei, ne? Ist hier noch frei? Dankeschön. Ja, ich würde gerne... Kann ich da rein? Nein? Kann ich... Ach nee, du bist gar nicht. Kann ich da rein? Der Viktor geht gucken. Viktor, guck mal. Der gibt ihm Feuerdeckung, Rückendeckung. Oder sowas. Geronimo! Alter, was habe ich denn hier drin? Feuerstoßmodus und... Alles falsch. Niemals, niemals werde ich lebend da rauskommen. Ich wollte eigentlich sagen, niemals. Guck mal, das macht nur noch 25 Schaden. Eigentlich bringt der Blitz fast gar nichts. Da müsste man jetzt eigentlich den Schaden vom Blitz höher setzen. Kann man aber nicht. Rein technisch... Das ist schwierig jetzt zu bewerten, wenn man jetzt überlegt, du wirst von einem Blitz umgerannt, der macht dir jetzt nur 25... Also stell dir mal vor, du bist ein Mensch. Ja, nee, das brauchst du dir nicht vorstellen, du bist wahrscheinlich ein Mensch. Und stell mal vor, ein anderer kommt auf dich zugerannt. Wie so eine Dampfwalze. Mit einem Schild. Der dir richtig viel Damage macht, eigentlich. Nee, der macht dir aber nicht so viel Damage. Wie... Moment, muss nachladen. Wie viele sind denn das? Ist das hier ein Nest oder was? Wie viele habe ich hier gekriegt? Nur 2? Wieso habe ich nur 2 bekommen? Da waren doch 4 Leute, oder nicht? Das weiß ich nicht. Und, also stell dir vor, jetzt muss ich mich beeilen, haben nur 20 Sekunden, du wirst umgerannt, das macht nur 25 Schaden, jetzt haut dir aber eine irgendwann mal zwischendurch mal in die Fresse und das macht 110 Schaden. Was tut dir mehr weh, wenn du umgerannt wirst oder wenn dir einer in die Fresse haut? Ich bin mir unschlüssig. Ich meine, wenn so ein Typ auf dich angerast kommt, wie so ein Wilder, irgendwie, wenn, keine Ahnung, so, ne, guck, so, ach, den kriege ich nicht mehr, schade, irgendwie, ne? Das ist jetzt die Frage. Aber wenn der Blitz zu viel Schaden macht, dann nimmt den ja natürlich jeder. Und der darf aber auch nicht so viel Schaden machen.
bin ich mir unschlüssig, was ich davon halten soll. Generell ist natürlich der Nahkampf, wenn der viel mehr Schaden macht, noch sinnvoller, weil du haust dann natürlich stärker zu. Muss man mal sehen. Jetzt ist aber die Folge vorbei und die ging heute schon so lange. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich in einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.